Willkommen zum Infoflash an diesem 1. Dezembertag. Das sind die Themen, die uns heute beschäftigen. Ein neuer Concept Store mit dem Namen Modus in Nidau-Gasse macht die Türen auf. Was bedeutet der Wandel in der Bieler Innenstadt für die Zukunft der Einkaufsstrasse? Auch in Schwadernau gibt es etwas Neues. Das 700-Seelendorf hat am Wochenende sein allererst eigenes Weihnachtsmarkt organisiert. Wie ist es zu dieser festlichen Neuheit gekommen? Mit weniger Schnee in der Region stellt sich die Frage, wie wirkt sich der Klimawandel auf den Tourismus im Berner Jura aus? Antworten und Perspektiven gibt es in der ersten Episode von Aperisip, eine Einführung in die Debatte vom 5. Dezember im 7. Kamlon. Die Bieler Band Death by Chocolate ist zurück mit einem neuen Album. Das Publikum hat die Platte schon lange erwartet und gestern im Kulturlokal Le Sage gefeiert. An Nidau-Gasse 24 ist an diesem Samstag ein neuer Laden eingeweiht worden. In diesen Räumlichkeiten war zuerst die Metro-Boutique und dann vor kurzem eine Pop-up-Bar. Heute ist es der Concept Store Modus. Modus ist ein Concept Store. Das bedeutet, wir haben eine Mini-Mini-Version von einem Einkaufszentrum mit verschiedenen Brands, die mitmachen. Auf 3 Stück verschiedene Sachen aufgebaut. Im Obergeschoss haben wir Beauty. Im mittleren Geschoss haben wir hauptsächlich Fashion. Im UG haben wir Jugend, Kulturförderung, Tanzschule und wirklich ein Kids Point. Nur Ayas und ihre Brütschwein Leben in die Innenstadt bringen. Sie finden Nidau-Gasse im Vergleich zu früher zu ruhig. Der Betreiber des benachbarten Concept Store, Julien Bouldouach, begrüßt die Wiederbelebung der Innenstadt. Es ist wichtig, d'avoir du choix. Es ist wichtig, Auswahl zu haben in der Stadt, sodass auch Auswärtige nach Biel kommen können einkaufen. Aber wenn man aktuell die Nidau-Gasse anschaut, dann ist es quasi leer. Dann kommt jemand, auch grosse Köttinnen, bleiben für 6 Monate und merken dann, es läuft zu wenig, wir gehen wieder. Darum hat es viele leere Läden. Die Zeiten seien nicht einfach für das Geschäft, tut Julien Bouldouach. Vor allem wegen der sinkenden Kaufkraft. Vorerst wird das neue Geschäft Modus bis Ende März offen sein. Wir wollen es aber zuerst austesten. Ist überhaupt das Interesse da? Ich sehe, es ist da. Wir haben heute viele Besucher. Aber wir wollen jetzt in diesen 4 Monaten schauen, wie es funktioniert, wie es tut. Wenn wir gute Bilanzen daraus ziehen, wenn wir merken, das Interesse ist da, wir haben alle Bewilligungen und alle sind dabei, dann machen wir das Konzept auch langfristig. Der Direktor von Tourismus Biel-Seeland freut sich über die neue Eröffnung. Er bleibt auch positiv, was die Zukunft des Stadtzentrums angeht. In der Innenstadt ist es zum Teil so, dass halt gewisse Geschäfte zugehen und wieder aufgehen. Aber wenn ich überlege, es hat vom Bahnhof jetzt zum Beispiel bis zum Zentralplatz hat es 60 Geschäfte, davon sind 2 zu. Das ist nicht so viel, wie Bielerinnen und Bieler meistens meinen. Man hat diverse Marketingmassnahmen, die man machen kann, wo man die Leute ins Zentrum bringt. Und da sind wir dran mit anderen Partnern, mit Events, wie zum Beispiel die Eisbahn auf der Esplanade, wo auch neue Leute in die Stadt hineinbringen. In letzter Zeit sind viele Geschäfte in Nidau-Gasse zugegangen. Zum Beispiel die Filialen von Franz Karl Weber oder Espri. Zum ersten Mal hat Schwadernau dieses Jahr einen eigenen Weihnachtsmarkt. Es hat zu essen, zu trinken und vor allem handgemachte Sachen und Kunstgegenstände. Bei den Besucherinnen und Besuchern kommt dieser Markt gut an. Ich finde es sehr schön. Ich habe eine Einladung bekommen. Und wir denken, wir kommen spontan vorbei und sind überrascht, dass es doch recht viele Stände hat. Und alles ist sehr, sehr schön dekoriert. Es ist mega schön und es ist auch drinnen. Weil das Lies hat ja auch einen Markt gehabt und der war draußen. Es ist ein bisschen kalt, aber es ist wirklich mega cool hier. Es hat mega schöne Stängel. Ich finde es sehr gut. Es ist wirklich gemischt. Und eben alles von Leuten, die das Zeug selber machen. Und das ist eigentlich das Schöne. Ich hoffe, es gäbe nächstes Jahr gäbe es ihn wieder und hätte noch etwas mehr. In dieser ersten Ausgabe des Schwadernauer Weihnachtsmarkt hat es 33 Stände, die auf 2 Etagen innen in der Mehrzweckhalle aufgebaut sind. Für die Standbesitzerinnen und Standbesitzer aus der Region ist es auch wegen dem ein besonderer Merit. Persönlich ist das für mich natürlich gäbiger, da muss ich mich nicht so dick anlegen. aber es macht Spass so, ja. Ich glaube, die Leute bleiben auch ein bisschen länger stehen und dann kann man auch ein bisschen miteinander schwätzen. Das hat auch Vorteile. Es ist für mich ein bisschen ein gehobenerer Markt, wenn ich das so sagen darf, weil die Sachen sind designert, durchdesignert und auch schön, für meine Begriffe.
Und die Ambiance unter den Leuten ist halt einfach sehr herzlich und nett. Und das ist für einen für sich selber auch sehr angenehm so. Dass Schwadernau jetzt eine Weihnachtsmärit hat, ist vor allem auch der Organisatorin Stefanie Schranz zu verdanken. Sie ist selber Kunsthandwerkerin und spezialisiert auf Holzschilder in dieser Art. Sie hat sie schon auf ein paar Weihnachtsmäriten gebracht und dann später in der eigenen Garage verkauft. Und alle Leute haben gesagt, ja, warum machst du nicht etwas Grösseres? Es wäre viel cooler, etwas Grösseres. Und dann ist halt einfach das Wetter immer ein bisschen das Problem. Oder? Ist es mal luftet oder regnet es, und das ist nicht gäbig für unsere schönen Sachen hier. Und darum habe ich gefunden, jetzt muss ich etwas suchen, wo wir rein können. Und da ich in Schwadernau aufgewachsen bin, war für mich klar, dass Schwadernau ist auch eine Option. Und dann haben wir mal angefragt, ob man das hier dürfte machen. Und dann haben wir das in Angriff genommen. Ja, genau. Die Organisatorin ist zufrieden mit dem Andrang von Standbesitzer und von Leuten und wird den Merit auch nächstes Jahr durchführen. Falls das wachsen sollte, müssten dann vielleicht gleich noch ein paar Stände mehr von aussen vor der Mehrzweckhalle stehen. Und jetzt ein paar Kurznachrichten aus dem Sport. Billardspielerin Shirin Voleri ist Vize-Weltmeisterin im Highball, einer Disziplin zwischen Pool und Snooker. Der Wettbewerb hat diese Woche im indischen Bangalore stattgefunden. Die Spielerin vom Billardclub Kerzers sichert sich den zweiten Platz in der Alterskategorie unter 19-Jährigen. Das nur wenige Monate, nachdem sie den Europameistertitel im Billard gewonnen hat. Ein ernüchterndes Wochenende für den EHC Biel. Am Freitagabend hat die Mannschaft ihr Tissot-Arena gegen SC Bern verloren. Nach zwei Drittel ohne Goal hat Berner in der 48. Minute das Goal geschossen und das Derby gewonnen. Am Tag nach dieser Niederlage ist der EHC Biel auswärts gegen HC Davos auf Mies gestanden. Obwohl die Bieler kämpferisch auftreten und Fabio Hofer kurz vor dem Spielende noch ein Goal schießt, reicht es nicht. Die Gastgeber gewinnen am Ende mit 3:1. Ein siegloses Wochenende für EHC Biel. Auf Wiedersehen Ski. Das ist das Thema der nächsten Aperi-Sieb-Debatte vom 5. Dezember im Sieb zu Tramelan. Chloé Bron, Koordinatorin bei Tourismus Grand Chasseral, macht mit. Auch wenn sie weiterhin an Wintertourismus und als Skifahren im Grand Chasseral glaubt, der Fakt ist klar, es hat immer wie weniger Schnee in der Region. Die letzten zwei Winter waren aber für die lokalen Skilifte besonders schlimm. So auch für den hier zu Walbichs. Oui. Ja, ich bin beunruhigt. Wir sind in einer tiefen Lage. Wir können immer weniger mit den Skigebieten in den Alpen konkurrenzieren. Aber ich bin mir sicher, sobald es Schnee hat, reagieren die Betreiber der Lifte hier sofort und nutzen die Chancen. Weil der Schnee fällt, ermutigt Tourismus Grand Chasseral die Skilifte in der Region dazu, sich breiter auszurichten. Der Fall ist das vor allem beim Skilift Ochval, wo seit dem Jahr 2023 auch ein Bikepark ist. Und die Strategie zahlt sich offenbar aus. Der Park hat in seinem ersten Jahr um die 100'000 Besucherinnen und Besucher angezogen. Das gibt uns Attraktionen für den Tourismus, die wir, wie im Fall des Bikeparks, vorher nicht hatten. Aber es stimmt, ich finde, es können sich nicht alle Skilifte in multisaisonale Lifte verwandeln oder neue Projekte und Installationen machen. Da müssen wir schauen, wie wir mit diesen Stationen weiterkommen. Die Idee ist es nicht, dass es in der Region 6 verschiedene Bikeparks gibt. Das wäre kontraproduktiv. Auch ohne Skipisten glaubt Chloé Bron nicht, dass der Wintertourismus aus dem Grand Chasseral verschwindet. Die Region hat genug Angebote, für das sie auch in den Zeiten mit weniger Schnee attraktiv bleibt. Es hat Orte, die man besuchen kann, wie die Jockeyfabrik von Gami Bloch. Und wir haben in St. Immer vor kurzem einen Geheimrundgang lanciert. Wir haben Museen, die das ganze Jahr über offen sind. Wir haben also schon ein Winterangebot. Und klar, wenn es wirklich ein Winter ohne Schnee ist, wo das Wetter schön und mild und sonnig ist, dann sehen wir gleich auch viele Leute, die im Winter wandern oder Velofahren bei uns. Die Zukunft der Skilifte ist unsicher, aber Chloé Bron ist sicher, dass der regionale Tourismus anpassungsfähig ist. Zwei weitere Bikepark-Projekte sind aktuell in Prüfung, diesmal das Prédorvin und das Savanier. Grosses Comeback von Rockgruppe Death by Chocolate am Samstagabend auf einer Bieler Bühne.
Saint-Saëns ist ein mega spezieller Ort für uns und Biel natürlich sowieso. Wenn man daheim spielt, ist es immer etwas anderes, als wenn man irgendwo sonst ein Konzert spielt. Ich habe das Gefühl, es wird nicht viele Leute im Publikum geben heute, die wir nicht persönlich kennen. Und darum ist man vielleicht schon so ein extra aufgeregt, vielleicht ein bisschen nervöser, aber irgendwie ist es auch so, dass man, so wie, dass man sich halt einfach sehr freut, weil es wie ein Es wird so wie ein Familienfest, wo man sich, glaube ich, wirklich sehr fest darauf freuen kann. Also eines der Guten. Ja. 2019 ist die Bieler Band mit ihrem letzten Programm auftreten. Dann haben sie eine Pause gemacht, die sich wegen der Pandemie in die Länge gezogen hat. Während dieser Zeit haben die fünf Musiker aber weiter komponiert. Entstanden ist ihr neues Album «Don't Try». Letztes Jahr, 2023, hat es 20 Jahre gegeben. Also so ein 20-jähriges Jubiläum. Und dann haben wir gefunden, hey, okay, und jetzt müssen wir einfach wie sagen, jetzt gehen wir ins Studio, das machen wir nie weiter. Dann haben wir auch versammeln und haben das auch probieren. Und es ist halt wirklich eigentlich sehr fest nach dem Titel «Don't Try», also wie nicht etwas probieren zu sein, wo wir nicht sind. Wir sind halt wie eine Rockband, wir machen Gitarrenmusik und wir haben ja weiterhin das gemacht. Und das ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen der Esprit von dem Ganzen. Der Matthias Schenk präsentiert an diesem Abend die neue Vinylscheibe der Band. 500 Stück haben sie produziert, davon 100 von dieser limitierten Sorte. Symbolisch wird heute Abend das allererste Exemplar überreicht. Das Nummer 1 von 100, das gehört an Daniel Schneider vom Lessage. «Best by Jockey» ist für mich verkörpert Rock in Biel mit einem wirklich alten Bieler Groove. Sie haben einen Biss und sind nicht mehr wegzudenken aus der Bieler Szene. Also, es gibt so ein paar Gruppen in Biel, die die letzten sagen, 10 Jahre oder noch mehr geprägt haben. Und das bei Chocolate gehört dazu. Das Bieler Publikum hat auf die Rockband gewartet. Das Konzert ist an diesem Abend ausverkauft. Der nächste Auftritt von Death by Chocolate ist am 24. Januar in Bern. Am Samstagabend sind Murtnerinnen jung und alt zum 16. Mal auf die jährliche Fakku-Wanderung gegangen. Hier sind ein paar Impressionen davon. Vor dem Feuer haben die Jugendlichen keine Angst. Wir sind hier die besten Profis. Wir haben schliesslich in der Pfadi. Und da, kann man das, da muss man das können. Und wir haben vorher vor dem Fakulauf noch ein Feuer gemacht. Und ja, so und mit Pfadi haben wir auch das Feuerabzeichen. Also ist das auch sehr gut. Das war von Sendung Info. Schön habt ihr eingeschaltet. Wir gehen jetzt zum Sport und da geht es um ganz schnelle Rennautos. Aber zuerst haben wir noch ein paar Bilder mehr vom Morgen.